Was ich mich dann auch total gefragt habe, ist, wie das mit dem Essen ist. Ich weiß zum Beispiel, es gibt in Hamburg, ich glaube, Dinner in the Dark oder sowas, wo Menschen im Dunkeln essen können. Und ich glaube, Blinde sind auch die, die das Essen servieren. Und da ist es meistens so, habe ich gehört, ich habe selber noch nicht teilgenommen, dass man dann hauptsächlich so, ich sag mal, Häppchen bekommt, die man dann auch mit den Händen essen kann, so mit einem Haps. Aber ich nehme mal an, dass du auch mal einen Schnitzel essen willst oder sowas und dir da keiner erstmal die Stückchen schneiden muss oder sowas. Oder vor allem. Dann muss ich jetzt erstmal was berichtigen. Also das Dinner in the Dark ist ja nicht für Blinde gedacht, sondern für Sehende. Nee, genau. Die mal im Dunkeln essen wollen. Genau. Und da wird denen schon auch richtig, denen werden ja richtig gerichtet, die werden natürlich im Hellen vorbereitet, ist ja klar. Also richtig mit Fleisch, Gemüse und Beilagen und sowas. Also das wird denen natürlich dann gesagt, was sie da essen. Aber die müssen dann schon sich Mühe geben, auch gerade zu finden, also wie, das mal zu erleben, wie das auch ein Blinder erleben muss, der halt jetzt erstmal rausfinden muss, wo liegt denn eigentlich jetzt das Fleisch und wo sind die Kartoffeln und was sind eigentlich hier Rosenkohl und was sind Kartoffeln oder so, ne? Die Schwierigkeit, die ich mir, also jetzt irgendwie, dass man nochmal ertastet, wo das Schnitzel liegt oder wo die Kartoffeln liegen, stelle ich mir noch irgendwie umsetzbar vor. Also mir war auch klar, dass das für Sehende ist, aber was ich gehört hatte, war, dass Blinde da servieren sozusagen oder die Gastgeber sind in Anführungszeichen und denen das auch erklären und so. Aber vor allen Dingen große Schwierigkeit stelle ich mir zum Beispiel bei Erbsen vor. Wenn man zum Beispiel Erbsen ist, die rollen an einem von der Gabel irgendwie und da weiß man nicht, ob da vielleicht noch eine irgendwie auf dem Teller ist oder so, da müsste man schon auf eine große Suche gehen, sage ich mal. Isst du dann solche Gerichte eher weniger oder wie gestaltet sich das bei dir? Also Erbsen muss man mit der Gabel manchen. Okay. Also so ein bisschen andrücken, damit die halt nicht wegrollen. Das ist nämlich genau der Trick, den man als Blinder anwendet, um Erbsen zu essen. Also man muss die halt so zerdrücken, dass sie nicht wegrollen, sondern dass man sie halt auf die Gabel nehmen kann. Und dass sie dann nicht von der Gabel rollen, weil das ist eine große Schwierigkeit tatsächlich. Was war jetzt das andere? Aber mich würde einfach interessieren, ob du dann quasi so den Teller ertast mit Messer und Gabel oder wie das, ich sag mal, praktisch umgesetzt wird. Ich kann ja mal ein Messer und Gabel holen und dann gucken wir mal. So. Also. Jetzt hat man, erstmal ist es so, wenn man einem Blinden Essen serviert, dann sollte man dem mit dem Uhrzeitenprinzip sagen, wo was liegt. Also zum Beispiel Erbsen auf 5:30, Kartoffeln auf 9, Fleisch auf 3 oder so, ja. Damit man halt, weil dann sozusagen der Teller wird dann zum Ziffernblatt und man weiß dann ungefähr, wo was liegt. Aber eigentlich kann man auch ohne die Information das rausfinden. Also wenn man zumindest weiß, was man bestellt hat oder was einem vorgesetzt wird. Oder was du selber gekocht hast. Ja, kann ja auch sein, genau. Also das heißt, erstmal fühlt man mit dem flachen Messer, so flach gehalten, so ein bisschen den Teller ab, ja. Und dann fühlt man ja zum Beispiel, also nehmen wir mal, wenn da jetzt ein Stück Fleisch liegt oder eine Frikadelle oder so, die ist ja fester, kann man auch die, also und Fleisch ist ja meistens flach, also kann man die Form schon mal so ein bisschen abtasten und merkt ja, ob das... Die Konsistenz. Ja, die Konsistenz, ganz genau. Und Kartoffeln sind ja dann etwas runder und etwas dicker, da kann man dann auch fühlen, ungefähr wie viel das sind. Und ja, und natürlich kann man auch, sagen wir jetzt Kartoffeln zum Beispiel von Erbsen unterscheiden, weil natürlich die Kartoffeln sind groß und dick und rund und da merkt man auch, wenn man mal dagegen kommt oder so, dass da halt ein Widerstand ist, während die Erbsen halt sich viel, auch durch das Messer selbst, natürlich viel kleiner anfühlen und so. Ne? So, das heißt, so kann man sich erstmal orientieren und dann macht man es so, dass man, das ist übrigens auch, also das muss man als Blinder auch lernen, weil auch da ist es ja so, dass man nicht wie ein sehendes Kind einfach sich das abguckt, wie andere essen und das dann immer besser werdend nachmacht, sondern dass ein Blinder sieht das ja nicht und macht es halt nicht natürlich einfach von sich aus nach. Und deshalb gibt es richtig Kurse, die man belegen kann, die Essenstechniken vermitteln. Ne? Und da wird dann richtig vermittelt, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt das Fleisch schneiden will, also erstmal sich das so hinzieht, dass man es vor sich liegen hat. Also wenn es jetzt auf 9 läge, würde ich erstmal den Teller so ein bisschen drehen. Und dann muss man, also wenn wir uns das jetzt mal so als grobes Rechteck vorstellen, dann hat man halt hier so die Unterkante, dann sucht man da die kurze Seite des Rechtecks und wenn man die jetzt hat, dann geht man eben halt ein bisschen
mit der Gabel so ein bisschen höher, bis man über das Fleisch sozusagen kommt mit der Gabel und dann sticht man zu. Und dann kommt man mit dem Messer und schneidet direkt an der Gabel so, bis man daran vorbei ist und dann macht man sozusagen den Schnitzel. Also das lernt man richtig. Und dann auch zum Beispiel, wenn der Teller leer ist, dass man dann die Gabel so in die Mitte legt und dann von überall so alles zusammen in die Mitte schiebt. Ne? Genau, also das sind so Techniken, das nennt sich lebenspraktische Fähigkeiten, die man halt als blinder Heranwachsender richtig lernt in Kursen, damit man halt auch, sag ich mal, in der sehenden Gesellschaft bestehen kann. Ne? Das also ich finde, das klingt erstmal sehr kompliziert und ich würde irgendwie nervig, aber natürlich, wenn man das dann irgendwann gewohnt ist, ist es wahrscheinlich ganz selbstverständlich. Naja, wie soll man sonst? Ich meine, du kannst ja auch das Schnitzel in die Faust nehmen und abbeißen, aber das willst du als Blinder ja auch nicht im Restaurant machen. Jedenfalls nicht, wenn du dir bewusst bist, dass um dich herum lauter Gucker sitzen, die das sehen. Also, das sind halt Techniken, die man erlernen muss, wenn man, wie ich sagte, ne, wenn du halt wirklich unter Sehenden auch akzeptiert werden willst. Ja, und das, weil man ist ja nicht in der abgeschotteten blinden Welt, auch wenn man die anderen nicht sehen kann. Ja, das stimmt. Interessant. Ja, aber in dem Zusammenhang ist eigentlich, weil du sagst, man nimmt ja auch so ein bisschen Rücksicht umgekehrt, finde ich auch mal, oder was ich mich halt oft frage, ist, wenn man dann mal auf einen Blinden trifft, ob man ihm helfen sollte und gegebenenfalls auch wie. Also wie man das richtig macht, weil ich habe oft auch immer so ein bisschen die Hemmung, man sieht dann da jemanden irgendwie stehen oder vielleicht auch im Supermarkt irgendwie und man denkt dann so, ja, wäre es irgendwie nicht viel einfacher, wenn ich da kurz helfen würde, wie du zum Beispiel auch sagst, dass man jemanden vielleicht beim Klamotten kaufen eventuell mitnehmen sollte oder sowas. Aber andererseits denke ich mir dann, ich will dem ja auch nicht die Mündigkeit absprechen. Und deswegen ist da immer so ein Zwiespalt, ob ich da jetzt helfen soll oder nicht oder gegebenenfalls halt wie. Ja, also erstmal muss ich was Grundsätzliches sagen. Und zwar, die meisten Sehenden nehmen ja an, dass Blinde per se hilfebedürftig sind. Ja? Weil man als Sehender das kennt, wenn man mal kurz die Augen zumacht und durch den Raum geht oder wenn man meinetwegen im Dunkeln durch die Wohnung tapsen muss, dass man sich dann unsicher fühlt und man denkt, dass Blinde die ganze Zeit diese Unsicherheit fühlen. Ja? Was nicht stimmt, vielleicht für Leute, die gerade erblindet sind, stimmt das schon, aber jemand, der damit geboren ist zum Beispiel, kann sich ja gar nicht unsicher fühlen, weil der gar keinen Vergleich hat, der weiß ja gar nicht, was ihm fehlt. Also der lernt halt von Kindheit an, mit den ihm verbliebenen Sinnen zurechtzukommen und die bestmöglich einzusetzen. Das heißt, diese Unsicherheit, die der Sehende hat, der ungeübt mal eben die Augen schließt, die haben die meisten Blinden nicht, sondern sie haben halt sich daran gewöhnt, das ist für sie ein Normalzustand und sie haben Techniken entwickelt, damit klarzukommen. So, das heißt also, nicht jeder Blinde, den man jetzt sieht, braucht per se Hilfe. Und möchte ich gerne einwerfen, was ich so als konkretes Bild vom inneren Auge habe sozusagen, ist, es gibt den Film Die fabelhafte Welt der Amelie, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da gibt es eine Szene, wo eben Amelie einen erblindeten Mann, der wohl in ihrer Straße wohnt, der steht am Straßenrand und da fahren, glaube ich, Autos vorbei oder so. Und er wirkt tatsächlich ein bisschen hilflos. Sie schnappt sich ihn so unterm Arm und nimmt ihn einfach mit und er berichtet dann alles, was sie sieht. Also irgendwie, was die Nachbarin gerade macht und sowas, um ihm quasi für ihn die Augen zu sein. Und das wirkt in dieser Szene eigentlich sehr liebevoll und er scheint sich auch total darüber zu freuen und es scheint die Lebensfreude in ihn zurückzukehren. Das klingt so ein bisschen so, als wenn natürlich Blinde nicht lebensfröhlich wären. Aber es schien ihm sehr zu gefallen, dass er quasi da die Möglichkeit hat, viel mehr zu erleben, als für ihn erstmal, ich sag mal, in unmittelbarer Nähe erreichbar ist. Und da denke ich mir halt, ey, das ist doch schön, wenn man sowas weitergeben kann, also quasi jemandem zusätzlich etwas geben kann. Das heißt nicht unbedingt, dass man als Sehender denkt, dass Blinde hilflos sind, aber umgekehrt würde es halt viele Dinge vereinfachen und da möchte man quasi, glaube ich, helfen. Ähnlich wie wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, wenn meine Oma irgendwie am Computer was lernen möchte und sie ist da auch relativ hilflos, weil es vielleicht über ihre Fähigkeiten hinausgeht, und dann ist sie auch froh, wenn ich ihr sage, pass mal auf, mach mal da, mach mal so, mach mal das, weil es dann schneller geht und einfacher geht. Und ja, wenn es über ihre Fähigkeiten hinausgeht, dann, wenn es über meine Fähigkeiten hinausgeht, dann werde ich auch Hilfe akzeptieren. Aber ich möchte nicht, dass jemand anders
entscheidet, wann etwas über meine Fähigkeit hinausgeht und ich gefälligst Hilfe anzunehmen habe. Das ist nämlich oftmals der Fall und da, das ist so, sind so Sachen wie, dass man zum Beispiel beim Einsteigen in die U-Bahn, ja, also auch das ist übrigens etwas, das man als Blinder ja richtig lernt, da gibt es richtig ein Training für, wie man das macht. Und man macht es aber natürlich anders als ein Sehender, der genau sieht, wohin er jetzt den Fuß setzt. Ja? Und dann wird man plötzlich angepackt von einem Sehenden, der meint, etwas Gutes zu tun. Und dabei bringt er aber den Blinden völlig durcheinander oder erschrickt ihn sogar. Ja? Ich meine, stell dir vor, du würdest plötzlich angepackt, wenn du irgendwo in die U-Bahn steigst. Und noch schlimmer ist es für blinde Frauen. Oder zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ist Mitte 40 und ist gerade erblindet. Und die wird... habe ich das letzte Mal schon erzählt? Ich glaube nicht. Achso, okay. Also die wird halt ständig angepackt. Und das ist für sie eine richtig schockierende Erfahrung gewesen, zu lernen, dass man als Blinder ständig angepackt wird. Ja? Und ich meine, das sind zu 99% der Fälle, sind das harmlose Menschen, die eigentlich helfen wollen. Aber für sie, die halt frisch erblindet ist, ist das völlig ungewöhnlich. Und wenn man als Frau halt unvermittelt angepackt wird, dann denkt man natürlich erstmal, der will was von mir, ja. Und deshalb macht sie auch die Leute dann immer öffentlich zur Sau, was natürlich, ich auch schon mal gesagt habe, die soll sich da mal ein bisschen lockerer verhalten, weil das einfach, man kriegt ja auch einen Magenschmerzen, wenn man sich allzu sehr darüber aufregt, ja, weil man die Leute nicht umerziehen kann. Aber natürlich ist ja ihre Reaktion berechtigt, weil die meisten würden sich das nicht bieten lassen, sich einfach unvermittelt anfassen zu lassen, ja. Und deshalb würde ich sagen, also wenn man der Ansicht ist, dass ein Blinder Hilfe braucht, das kann ja auch mal sein, natürlich kann man sich mal verlaufen oder man weiß nicht mehr, wo man ist oder man läuft auf irgendeine Baustelle zu oder sowas, das kann ja sein. Aber dass man das zuallererst erstmal den anspricht und fragt, ob er Hilfe braucht. Ja? Und dann entmündigst du ihn ja nicht, sondern dann bietest du halt deine Hilfe freundlich an und dann kann er die halt ablehnen. Und er kann sagen, nee, ich weiß, wo ich lang gehe, ich mache das auf meine Art. Oder er sagt, ja, tatsächlich, ich müsste mal wissen, wie ich jetzt da über die Straße komme oder so. Ne? Aber dass man erstmal jemanden anspricht und nicht gleich zupackt und auch den Leuten die Zeit lässt, das erstmal selbst zu machen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die wenn ich auf eine Rolltreppe zugehe, die greifen meinen Langstock und ziehen mich an dem Stock auf die Rolltreppe. Ja? Ich meine, das finde ich ganz schon eigentlich an Dummheit, weil der Langstock ist ja mein primäres Hilfsmittel, der mir sagt, ob es vor mir Hindernisse gibt oder ob Stufen kommen. Ja? Wenn ich keine Bodenberührung mit dem Langstock habe, weiß ich ja gar nicht, wann zum Beispiel die Rolltreppe anfängt. Also das ist also Quatsch. Ne? Das halte ich auch für sehr merkwürdig, weil damit zieht man dich ja auch in etwas Unbekanntes. Ich sag mal, da ja. Jeder, auch Sehende, sag ich mal, die man irgendwo hinzieht, irgendwie an der Hand oder sonst irgendwo ran, selbst als Sehender ist das meistens eher hinderlich. Ja, also das passiert auch eher selten, aber es kommt halt mal vor, ne? Und das wollte ich nochmal so als Beispiel bringen für unangebrachte Hilfsaktionen. Also das erste Gebot ist immer erstmal Hilfe anbieten. Und dann wird der Blinde schon sagen, was er braucht. Und ich meine, allgemein kann man sagen, also wenn es darum geht, irgendwo hinzugehen mit dem Blinden, man schiebt einen Blinden nicht vor sich her. Das ist Quatsch, dann hat man erstmal eine körperliche Anstrengung. Man muss andauernd verbalisieren, wenn sich eine Richtung ändert oder wenn Stufen kommen, dann versuchen die meisten das so, ja, jetzt noch 2 Meter, jetzt noch 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und also das kann man sich alles schenken, wenn man einfach vorangeht und dem Blinden seinen Ellenbogen anbietet oder auch, auch die Schulter, kann man auch machen. Dann kann der Blinde nämlich einfach hinterhergehen und der geht dann ja automatisch jeder Richtungsänderung, die der Führende macht, hinterher, ja, weil der sozusagen, das ist wie so eine lockere Anhängerkupplung, der läuft einfach hinterher, der kann ja gar keine andere Richtung einschlagen, wenn er mit dem Führer verbunden bleibt, ne? Und natürlich sollte man dann noch Stufen und sowas auch ansagen, aber das ist auch für den Sehenden viel leichter dann, einen Blinden zu führen, als den vor sich herzuschieben und darauf zu achten, dass er nirgendwo gegenläuft oder immer sagen zu müssen, wo er jetzt hingehen soll. Ne? Ich glaube, am besten ist halt wirklich, dass man auch versucht, ein bisschen vorsichtig heranzugehen, einfach weil man auch bedenken muss, dass man ja erstmal gar nicht weiß, wer das ist. Normalerweise ist ja auch, ich sag mal, selbst als Sehender wäre es ja merkwürdig, wenn jemand kommt, ohne was zu sagen und einfach einen mitzieht irgendwo hin. Da würde man ja auch denken, was ist denn da los? Da würde man sich ja auch erstmal wünschen, dass jemand sagt, guten Tag,
ich bin ja. David genau. oder sowas, ich habe gesehen, dass sie hier irgendwie vielleicht Hilfe benötigen, darf genau. ich ihnen behilflich sein oder sowas. Ich glaube, das wär am sinnvollsten ja. und eigentlich auch nach gesundem Menschenverstand normal, aber du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, dass viele Leute vielleicht nicht unbedingt über einen gesunden Menschenverstand verfügen. Ja, also ich will jetzt nicht jedem, der mich anpackt, ohne mich vorher anzusprechen, den gesunden Menschenverstand absprechen. Also es ist manchmal halt unüberlegt, ne, was die machen. Also, oder man muss auch manchmal sich einfach bewusst machen, dass Blinde Dinge anders tun. Also wenn ich zum Beispiel in eine U-Bahn einsteigen will, wenn die Tür jetzt nicht sich genau vor mir öffnet, das könnte ich ja hören, dann könnte ich geradeaus auf die Tür zu gehen, ja. Wenn die Tür aber, sagen wir mal, links oder rechts von mir ist, dann gehe ich erstmal schnurstracks auf den Waggon zu, wissend, dass das der Waggon ist. Wo sich die Tür geöffnet hat, höre ich ja. Aber da ich ja jetzt, wenn die Tür, sagen wir mal, weit links von mir ist, nicht in einer geraden Linie darauf zumarschieren kann, gehe ich erstmal zum Waggon, der wird dann zu meiner Orientierungslinie quasi. Und dann gehe ich mit dem Stock an der Waggonwand entlang bis zur Tür. Die Tür fühle ich dann ja mit dem Stock, weil die halt, wenn sie offen ist, vorsteht. Und dann fühle ich auch mit dem Stock die Öffnung und kann dann reingehen. Das heißt aber, für mich ist das sozusagen die sicherste Weise, in eine U-Bahn einzusteigen. Sehende denken aber, der läuft ja nicht auf die Tür zu, sondern auf die Wand. Also muss ich den jetzt anpacken und Richtung Tür zerren. Ja, ne? Vor allen Dingen, weil da ist ja auch immer diese Spalte. Und ich glaube, die viele Leute haben dann Angst, dass du da vielleicht mit deinem Fuß reinkommst oder dann irgendwie da drin feststeckst. Ja gut, das kann natürlich passieren, aber dafür ist ja der Stock da, dass man sich da, also genau das ist nämlich der Sinn des Stocks, dass man eben dann da nicht reinfällt, sondern die Kante halt rechtzeitig bemerkt. Ne? Dass das natürlich mal passieren kann, wenn man sich ungeschickt anstellt, sei dahingestellt, aber das ist ja eigentlich eher die Ausnahme. Ja, was mich in dem Zusammenhang auch noch interessieren würde, jetzt, ich sag mal, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, kann es ja mal passieren, dass wenn man irgendwie in Anführungszeichen hilflos ist, dass dann Menschen einem helfen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist, hat man ja erstmal niemanden, der da ist. Wie gestaltet sich dann im Alltag Sachen, ich glaube, die für Sehende selbstverständlich sind, aber für Blinde dann schwierig ist? Zum Beispiel, wie surfst du im Internet? Oder ich habe gesehen, dass du ein Smartphone benutzt, was ja eigentlich, wo man gar keine Haptik der Tasten hat oder sowas. Und, oder auch, ich sag mal, den Bildschirm kannst du ja gar nicht sehen, du kannst ja nicht, du weißt ja gar nicht, wo du hinklickst oder sowas in der Art. Wie gestaltet sich das? Ja, ich glaube, das wäre am besten, wir gehen damit mal an meinen Rechner, damit ich das vorführen kann, weil dann, wenn ich das jetzt so trocken erkläre, kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen, oder? Ja, genau.